Ja, moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des Smart Facts stelle ich dir die neue Jalousie- und Schaltaktor-Serie von Gira vor. In diesem Jahr wäre ja eigentlich die Light in Building gewesen. Das Schöne an so einem Light in Building-Jahr ist, alle Hersteller bringen jede Menge neue Produkte auf den Markt, die jetzt dann auch lieferbar sind. Und so bringt Gira die neuen Jalousie- und Schaltaktoren auf den Markt. Wie der Name schon sagt, es handelt sich hier um Kombigeräte, die Gira in drei verschiedenen Größen hat. Einmal in der ganz großen Variante als 12- bzw. 24-Fachaktor, als mittlere Größe als 8- bzw. 16-Fach oder in der kleinsten Variante als 3- bzw. 6-Fachaktor. Wir schauen uns heute die Komfortserie an der Aktoren. Es gibt noch eine Basisserie, die dann preislich sich wohl noch mal ein bisschen besser in Projekten einbauen lässt. Aber ich denke mal, die Komfortserie spiegelt so das wider, was man heute eigentlich so an Funktionen sich wünscht bei einem Aktor. Das Schöne ist bei den Aktoren, Gira hat ja wirklich auch dazugelernt, hat sehr viele Innovationen einfließen lassen, die sehr stark in der Applikation zu sehen sind, aber auch von der Hardware her. So haben wir auf der Ober- bzw. Unterseite jeweils die Klemmen, die in dem Fall sowohl 4 Quadrat bzw. 2x2 5 Quadrat aufnehmen können. Die Relais können bis zu 16 Ampere vertragen, zwar nur 140 Mikrofarad, aber auch das sollte eigentlich in den meisten Fällen vollkommen reichen. Von den Baugrößen muss man sagen, ist es auch ganz gut gelungen. Ich denke, in den meisten Fällen werden wohl die Kunden auf die große Variante gehen. Wir haben hier auf 12TE haben wir 24 Schaltkanäle bzw. 12 Jalousiekanäle, die ich dann frei zuweisen kann. Die Besonderheit ist nachher, und das muss man eben denken, ich habe zwar jeden Kanal, kann ich mit 16 Ampere belasten, ja, das schon, aber der Summenstrom, es gibt Gira an mit 20 Ampere, das heißt, ich kann benachbarte Kanäle nicht gleichzeitig oder parallel mit 16 Ampere betreiben, weil einfach dann die thermische Belastung innerhalb des Gehäuses viel zu groß wird und dann die Relais auch dabei kaputt gehen. Das ist eben auch zu beachten und ich denke, das ist auch bei anderen Herstellern so, die geben es in der Form nur nicht mit an. Besonderen Fokus hat Gira bei der Applikation hingelegt und ich muss wirklich sagen, die Applikation ist richtig interessant geworden. Wir schauen uns gleich mal gemeinsam an, in alter Smartfacts-Manier. Und dann gehen wir die einzelnen Punkte mal durch, was die Applikation so besonders macht. Und dann schauen wir uns das Thema gemeinsam an. Die Applikation wirkt auf den ersten Blick direkt schon sehr frisch. Das liegt unter anderem auch daran, dass Gira sich die neuen Funktionen, was den Bau von Applikationen angeht, zu nutzen gemacht hat. So haben wir zum Beispiel hier auf den Reitern verschiedene Symbole. Das mag für den einen vielleicht ein bisschen kindisch wirken. Ich persönlich finde es extrem hilfreich, vor allem weil es die Übersichtlichkeit deutlich erleichtert. Die Aktoren sind natürlich KNX-Data secure fähig und sind halt eben somit auch, was das Thema Angriffe bzw. die Sicherheit im Netzwerk angeht, gut ausgestattet. Im Reiter allgemein kann ich jetzt aussuchen, wie die Kanäle ausgelegt sein sollen, Jalousie oder Schalten. Wir haben jetzt einfach mal den 6-fach- bzw. 3-fach-Aktor genommen. Die größeren Aktoren sind baugleich von der Applikation. Wenn wir jetzt hier auf Schalten stellen, sehen wir schon, dass sich die Kacheln des Relaisausgang 1 und 2 geändert haben zu dem 3-4 bzw. 5-6 und sind somit als konventioneller Schaltausgang jetzt eingestellt. Im Untermenü bei Allgemein kann ich jetzt globale Parameter einstellen, wie zum Beispiel die Zentralfunktion. Hier bietet Gira 6 Stück. Das ist ganz nett, weil ich dann dementsprechend 6 verschiedene Zentralfunktionen aufsetzen kann. Ich kann hier auch einen Namen vergeben, zum Beispiel Haustür oder Wetterstation. Und diese Namen tauchen dann dementsprechend auch in den Untermenüs auf. Ich kann die Sicherheitsfunktionen natürlich aktivieren, wie Winteralarm, Regen und Frost, also die konventionellen oder Standardfunktionen, die man im Jalousieaktor eigentlich vermutet. Das gleiche gilt im
Relaisausgang, auch hier die Zentralfunktion, hier auch 6 Stück, in dem Fall sind es 6 andere. Und das Thema auch Sammelrückmeldung. Die Statusanzeige kann man jetzt bei den neuen Aktoren beispielsweise über ein Bit ansteuern. Das heißt, ich kann dann beispielsweise ähnlich wie es beim Kühlschrank ist, sagen, sobald ich die Verteilertür aufmache, gehen die Status-LEDs an und somit sehe ich dann, wie der Status ist. Und wenn ich den Kühlschrank, wollte ich gerade sagen, den Schrank wieder schließe, gehen die Lampen auch dementsprechend wieder aus. Ja, der Relaisausgang bzw. die Schaltausgänge sind jetzt nicht wahnsinnig überfrachtet. Da sind die Grundfunktionen alle drin, die man so braucht. Hier sieht man auch die Zuordnung zu den Zentralfunktionen. Ansonsten habe ich die Freigaben auf der nächsten Seite, wo ich dann sagen kann, Zeitverzögerung, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion und auch den Betriebsstundenzähler. Eigentlich also alles dabei, was man braucht. Bei den Ausgängen für Jalousien, die Namensgebung ist jetzt nicht ganz glücklich. Das haben wir aber auch schon Gira weitergegeben, dass hier anstatt Relaisausgänge der Jalousieausgang entsteht. Hier sieht man jetzt bei den Zentralfunktionen, die ich eben benannt habe, Haustür und Wetterstation. Auch das dient wieder ganz stark dazu, dass man wesentlich leichter sich in der Applikation wiederfinden kann. Die Zeiten für jeden einzelnen Kanal sind auch dementsprechend sehr simpel einzustellen. Wie es bei neuen Applikationen jetzt eigentlich überall ist, dass ich das über Pfeil hoch, Pfeil runter machen kann und nicht mehr über die Eingabe der Zahl. Auch hier die Freigaben, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutzfunktionen und die Szenen. Dementsprechend über den Reiter. Was ganz schön ist, ist das Thema des erweiterten Sonnenschutzes. Wenn wir hier den Reiter mal aufklappen, sehen wir auch das Kommunikationsobjekt Automatik und Sonnenschein. Das heißt, wenn ich die Automatik aktiviere, ist er quasi vorbereitet, sodass er dann auf das Bit am Kommunikationsobjekt Sonnenschein wartet, um somit die Automatikfunktion deutlicher nochmal an- und auszuschalten. Auf die Details im Sonnenschutz gehe ich jetzt in dem Video nicht ein. Die sind eigentlich selbsterklärend. Was ich nur festgestellt habe, wenn ich jetzt einen X1 oder einen Home-Server oder eine andere Visu vorne dran stehen habe, funktioniert das extrem gut. Wenn ich zum Beispiel den Beschattungsbaustein beim X1 nehme, kann ich direkt die Kommunikationsobjekte verbinden und dann funktioniert das extrem gut. Hierzu kann ich dann die Variable Jalousie und Lamellenposition verwenden. Das Thema Einfachheit in Applikationen ist wirklich ernst gemeint. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier unten steht irgendein Text. Das ist die sogenannte Kontexthilfe. Das heißt, egal wo ihr euch in der Applikation befindet, beim Anklicken eines Textes beispielsweise ändert sich auch die Kontexthilfe und somit habe ich hier die Möglichkeit, relativ einfach die Komplexität der Applikation deutlich herunterzuschrauben und somit kann ich mich in der Applikation schon über die Funktionen der einzelnen Parameter informieren. Ich brauche also nicht noch zusätzlich die Applikationsbeschreibung an der Seite liegen zu haben. Das macht die Sache extrem einfach. Alles in allem kann man hier sagen, die Applikation ist schon ganz schön geworden. Gira hat sich sehr viel Mühe mitgegeben, vor allem durch den Kontexthilfe. Es sind jetzt 2-3 Punkte noch drin, vor allem im Bereich der Sperre bzw. der Lüftungsfunktion, das können andere noch besser, aber hier hat Gira versichert, durch die Thematik des KNX Data Secure gibt es die Möglichkeit, die Applikation relativ einfach zu erweitern und relativ einfach auch Upgrades in der Applikation einbauen zu können. Ja,
Also ich muss sagen, die Applikation gefällt mir wirklich gut. Das sage ich zwar häufiger bei den neuen Produkten, dass die Applikation schön ist. Man merkt einfach, dass die Hersteller mittlerweile deutlich mehr Emotionen und deutlich mehr Zeit in die Applikation stecken. Der große Vorteil bei den neuen Geräten ist einfach, dass die Applikation mit der neuen ETS einfach wesentlich mehr Funktionen darstellen kann. So finde ich auch diese kurzen Infos, die ich mir anzeigen lassen kann in Applikationen, sehr, sehr hilfreich, sodass ich dann eben auch nicht immer unbedingt die Applikationsbeschreibung zu Rate ziehen muss. Die Verarbeitung der Geräte ist natürlich auf dem Gira-Niveau, alles top, kann man gar nicht drüber meckern. Zwei, drei Kleinigkeiten sind jetzt noch, sag ich mal, offen in der Applikation, okay, aber das Schöne ist dabei, die Applikation bzw. die Software kann relativ einfach auch erweitert werden bzw. von Gira auch nachgeschoben werden. Und da haben wir schon zwei, drei Tipps an Gira weitergegeben, sodass die Infos auch noch umgesetzt werden. Wenn ihr Fragen habt, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.